Moin, liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu GAX TV. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe vor, Battlefield 1 definitiv zu streamen, zu spielen und voll und ganz zu genießen. Ich habe die Open Beta damals schon vor gut einem Monat gespielt und war voll und ganz zufrieden, super begeistert. Und wenn wir hier bei Origin sind, gibt es drei Versionen. Und ich wollte euch einfach mal ein bisschen was zu Origin Access und den 10%, die man mit diesem Monatsabo für 3,99 sozusagen rausbekommen kann, ja, auch noch ein bisschen bei Battlefield sparen kann, obwohl es gerade mal in der Pre-Order ist sozusagen. Ich will Origin Access einmal ganz fix für 3,99 sozusagen freischalten, einen Monat Access, Origin Access haben und es direkt wieder kündigen. Nur für diese 10%. Es ist Geld und ich will euch zeigen, wie. Also bis gleich. So, wir sind hier auf der Origin-Seite. Ja, ihr seht schon, Origin Access, tolle PC-Spiele, unbegrenzter Zugriff, nur 3,99 im Monat. Erhaltet sofortigen Zugang zu einer Sammlung von PC-Spielen, die du unbegrenzt spielen kannst. Teste neue EA-Spiele vor der Veröffentlichung und spare 10% bei Origin-Käufen. Jederzeit kündbar. Ob das tatsächlich so einfach ist, werden wir gleich sehen. So, werde Mitglied bei Origin Access. Wir sehen jetzt hier 3,99 € im Monat. So, also Mitgliedschaft starten, würde ich sagen. Die Bestellung wird bearbeitet, geht alles auch ganz fix. Und ab jetzt seid ihr raus. Und da steht es jetzt auch. Dein Origin Access-Erlebnis beginnt jetzt. Los geht's. Die Abrechnung erfolgt monatlich ab dem 12. November 2016. Du kannst deine Mitgliedschaft jederzeit kündigen. Nach der Kündigung kannst du weiterspielen, bis die Mitgliedschaft ausläuft. So. Das heißt, wir gehen jetzt auf Los geht's. Das sind die Spiele, die hier zum Beispiel einmal vorgeschlagen werden. Wir haben hier zum Beispiel Battlefield 4 Premium Edition, Battlefield Hardline, FIFA 16, Need for Speed. Was haben wir hier noch? Weiter. Ah, guckt euch das mal an. Wir haben hier die Testversion von FIFA 17, falls ihr einmal durchprobieren wollt. Und das ist das, worauf wir hinaus wollten. 10% Rabatt auf Origin-Käufe, including Full Games, DLCs and Ultimate Team Points. So. 10% Rabatt. Schließen wir mal und schauen wir, ob das Ganze auch auf Battlefield 1 anwendbar ist. Hoffen wir mal, sonst habe ich 3,99 € rausgeschmissen. So, Battlefield 1, wir sehen hier schon, das Ganze 10% sparen ist auch tatsächlich auf die Vorbestellersachen anwendbar. Und ja, das, was ich mir holen wollte, ist die Battlefield 1 Early Enlister Deluxe Edition. 79,99 € und wir sparen hier exakt 10%. Also für 3,99 € haben wir hier wenigstens 4 € gespart, wenn das Ganze einem wert ist. Natürlich, wenn man jetzt mehrere Spiele kauft, dann lohnt sich das natürlich richtig. Aber das erste Spiel auf diesem Kanal, auf GAX TV oder GAX TV, je nachdem, wie ihr mich jetzt hier nennen wollt, da ich jetzt extra für diesen Kanal einen neuen Origin-Account eingerichtet habe, wo wir genau dieses Spiel hier spielen wollen. Ja, wir sehen hier die verfügbaren Versionen. Wir haben einmal die Battlefield 1 Ultimate Edition, die Battlefield 1 Early Enlister Deluxe Edition, die Battlefield 1 Standard Variante und den Battlefield Premium Pass. So, der Premium Pass ist bei der Ultimate Edition inklusive. Es ist sozusagen der Early Enlister, also das hier mit dem Premium Pass zusammen ergibt auch exakt den Preis. Das heißt, ihr habt dort keinerlei Ersparnis und keine Garantie, dass es sich tatsächlich lohnt, den Premium Pass zu benutzen. Deswegen ist für mich die Early Enlister Edition einen Blick wert. Ja, schauen wir mal. So, hier sehen wir die großen Vorteile der Ultimate Edition, die alle gleich aussehen, wenn wir uns das mal anschauen. Außer, dass der Premium Pass hier nicht enthalten ist in der Deluxe Edition. So, und der Premium Pass besagt Folgendes. So, 4 thematische Erweiterungspacks. Ja, sichere dir 2 Wochen vorab Zugang zu allen zukünftigen Erweiterungspacks, enthalten 16 neue Karten, neue Spielmodi, Eliteklassen, 20 neue Waffen und mehr. Ziehe im Rahmen der ersten Erweiterung Battlefield 1 They Shall Not Pass im März 2017. März 2017 steht hier, mit der französischen Armee in die Schlacht. So, das heißt, wir haben erst etwas vom Premium Pass ab dem März 2017. So, und wieso sollte ich jetzt 50 € rausschmeißen, bevor ich nicht weiß, ob ich zu 100% von Battlefield sozusagen zufrieden bin. Also, wenn wir uns anschauen, was die Deluxe Edition mit uns, also für uns bringt, ist einmal der 7 Tage Vorabzugang zu Battlefield 1. So, das heißt, das haben alle drei. Okay, schön und gut. Das wollen wir definitiv mit drin haben, da wir möglichst schnell für euch Game-Content
live schalten wollen. Dann zusätzlich, jeder hat den Vorbestellerbonus, das Hellfighter Pack. Da ist eine Shotgun, eine 1911er, alles nur Skins, ja, also kein Pay-to-Win. Aber auf jeden Fall interessant und nice to have, dass man von Anfang an mit dabei war. Ne? So, und dann Vorabzugangsspiele 3 Tage vor dem Erscheinungstermin. So. Und das ist in der Deluxe Edition mit drin und das ist es mir definitiv wert. Dann haben wir hier wieder einmal ein paar Skins und ein paar Battle Packs. Also Fahrzeugskins, 5 Battle Packs, Lawrence of Arabian Pack, also dieses Themenpack zu den Archäologen. Und der Rote Baron, ja, also alles nur Skins, alles ganz interessant. Aber es ist bei der Deluxe Edition und der Ultimate mit drin. Und wie bereits gesagt, die Ultimate hat halt den Season Pass mit dabei. Und der Season Pass kostet knapp 50 Euro. Obwohl ihr noch gar nicht wisst, ob ihr ihn tatsächlich braucht. Und wenn, dann könnt ihr ihn euch auch im Nachhinein holen, ja? Also lieber jetzt die Early Enlister Edition und dann im Nachhinein erst den Premium Pass nachkaufen. Bis zum März 2017 ist noch ordentlich Zeit und da werde ich jetzt bestimmt nicht 50 Euro raus haben. Wir gehen hier mal drauf und gehen auf Vorbestellen. Hier noch einmal ganz kurz in der Verrechnung. Wir haben hier eigentlich 79,99 mit den 10% vom Origin Access haben wir 71,99. Es macht natürlich Sinn, für so einen einmaligen Kauf Early Enlister wirklich zu benutzen, dass sich die 10% rentieren. So, und wie geplant haben wir jetzt Battlefield 1 Early Enlister Deluxe Edition mit dem Hellfighter Pack, mit dem Deluxe Upgrade für 71,99 gekauft anstelle von 79,99. Nachdem wir jetzt die Battlefield 1 Early Enlister Deluxe Edition gekauft haben, mit dem Origin Access, wollen wir das Ganze natürlich jetzt sofort wieder kündigen. Und da haben wir hier einmal EA-Konto und Abrechnung. Wenn wir jetzt hier einmal an der Seite schauen, haben wir hier Origin Access. Und dann haben wir hier unten bei Origin Access Abonnement kündigen. Heißt das wirklich Game Over? Abonnement kündigen. Du hast dein Abonnement erfolgreich gekündigt. Du kannst deinen Origin Access bis zum 12.11. verwenden, bis dein Abonnement abgelaufen ist. Hast du das dir anders überlegt? Abonnement erneuern? So. Das heißt, es läuft jetzt aus und es ist vorbei. So, ich hoffe, das kleine Video hat euch ein bisschen gefallen und vielleicht auch geholfen. Ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, wie ihr das Abonnement von Origin Access jederzeit problemlos kündigen könnt. Also da tun sich manche Hersteller oder Produktseiten oder sonst was einfach ein bisschen schwieriger, komplizierter und versuchen möglichst viele Lücken zu lassen, dass man möglichst das Abonnement nicht kündigt. Ja? Und hier ist das Ganze von Origin, von EA, ganz nett gemacht. Ihr habt jetzt einen Monat lang, obwohl es schon gekündigt ist, Zugang zu sämtlichen Optionen, die ihr mit dem Origin Access habt. Habt die 10% jetzt bei Battlefield 1 einmal ausgenutzt und für sämtliche Spiele auch. Also meines Erachtens definitiv top. Also kann man mal ausprobieren, vor allem wenn man eine größere Bestellung vorhat. Bei mir war es jetzt einfach nur exemplarisch für euch, dass ihr vielleicht dasselbe ausprobiert und einfach einen Einblick da bekommt, ohne es selber ausprobiert zu haben. So, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie immer, Gaming, Fitness, that's what you see on GUX TV.